Gleich habe ich es geschafft. Und ich hoffe, ich schaffe es noch, mir den Schwert zu bauen. So, schnell. Wir brauchen einen Rope. A Rope, a Rope, a Rope. So, jetzt aber schnell hier. Alles klar, oh, hier, das kann ich auch erstmal rein. Dann haben wir ein bisschen Platz auf der Tasche. Ja, komm, fang. So, jetzt gehen wir mal auf Hundejagd. Wir haben zwar noch kein Locksuit, aber soll uns ja egal sein. Wolfgang ist ein starker Mann, der wird schon richtig zuhauen können, wenn sie ankommt. Da sind sie doch schon, yay! Erledigt. Ah, Nummer 2. Jo, erstmal Zeit nehmen, um das Stöckchen abzubauen. Noch ein dritter? Hm. Das war es anscheinend. Die Jungs haben keinen Bock mehr gehabt. So, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Platz in der Tasche schaffen. Das heißt, ich werde auch das hier mal erstmal storen. Ja, keine Ahnung. Es schläft immer noch. Also soll es hier in der Kiste erstmal schlafen. Das Gold brauchen wir jetzt auch erstmal noch nicht. Das eine Stückchen können wir hier auch mal wieder reintun erstmal. Ja, Ordnung schaffen können wir später. Das ist alles wieder für die Peter, weil was? Keine Ahnung. Jedenfalls auf, wie geht's? Weiter geht's. Und ich sollte mich dann heute Abend wieder ums Essen kümmern. Deswegen will ich jetzt ja noch Steine haben, dass ich mir einen Kochtopf machen kann. Ich hoffe, ich habe alles zusammen, was ich dafür brauche. Außer die Steine halt. Wäre auf jeden Fall herzallerliebst. Und mit denen da lege ich mich bestimmt nicht an. Irgendwie traue ich den Jungs da nicht über den Weg. Diese schlafenden Pferdezieher Monikas. Was man hier mitmachen kann, muss ich auch wirklich noch herausfinden. So, komm. Zack, zack, zack. Mein, mein, mein. So, ja, mit der Stein sollte jetzt mehr als ausreichen. Obwohl, wenn wir noch einen Farmplot machen wollen, reicht ja auch nicht. Da müssen wir noch ein bisschen mitnehmen. Naja, was wir haben, haben wir, ne? Auf jeden Fall... Oh, verdammt. Aua. Ach, nö. Egal. Da, schnell. Stückchen. Noch ein Stückchen. Wir haben Flint und alles doch in der Hand. Ja, bitte, geht doch. Mann. Wolfgang, stell dich nicht so an. Du bist ein Mann. Ja, bitte, ein Schlag und Rems. So, jetzt schnell runter. Aber hurtig hier. Hurtig, spürt dich. Wenn es ganz dunkel wird, werden wir uns auf jeden Fall jetzt um Essen kümmern. Wo war's denn? Da haben wir es ja. Oh, oh. Geilo, wir können auch gleich ernten, wie es aussieht. Verzeihung. Ich muss mich auch gleich mal richtig räuspern. So. So, geräuspert, geräuspert. Plant und Harvest. Wunderbar. So, jetzt hier schnell mal geguckt. Ein bisschen rausgeholt. Was brauchen wir denn alles für den... Genau, was brauchen wir denn alles für unseren Kochtopf überhaupt? Crockpot! 3 Steinchen, 6 Stückchen. 6 Stückchen sollte eigentlich kein Problem sein. 3 Steinchen... Ah, tendenziell auch nicht mehr. Stückchen, 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 so. Steinchen. 1, 2. Kochtopf! Und den Kochtopf setzen wir mal, wenn die Vögel hier mal weggehen würden. Keine Ahnung, warum das nicht geht. Achso, jetzt geht's. Okay. Crockpot! Und dann wollen wir doch mal gleich versuchen, was da Schönes raus wird. Okay, die Pilze kann ich nicht reinschmeißen. Wie schade. Na. Wir machen uns mal eine schöne Monster-Lasagne. Hast du was zu tun? Die dürfte auch erstmal wieder ganz gut was bringen. Guck! Das Möhrchen machen wir uns hier mal schnell. Ja, also mit den Pilzen kann man außer Schweinefüttertechnik anfangen. Wie schade. Oh, das Kochen geht jetzt auch erstaunlich schnell. Hm, gute Neuerung.
So, damit sind wir doch erstmal wieder... Ja. Ein bisschen gerettet, was Essen angeht. Werden wir aber sofort noch ein bisschen was vom Getreide machen. 4 möchte ich behalten. So, zack, zack, zack. Ja, jetzt müssen wir hier wirklich mal ein bisschen Ordnung schaffen. Das werden wir gleich blenden. Oh Gott, ich sehe echt nichts. Finster ist's. Ah! Tag! So, noch ein bisschen Gold. Dann sollten wir mal schauen, wie machen wir das denn mal? Ja, machen wir mal hier. Right mouse to plant. Und sofort Dünger dran. Damit der ordentlich nachwächst. Und jetzt müssen wir zusehen, dass wir uns schnell hier wieder Nahrung beschaffen. Wir hätten jetzt mal wieder eine Reise rüber machen zu unseren Piggy-Freunden, damit wir wieder ein bisschen dunkel kriegen. Dann kriegen wir den dritten Turbofarm-Plot wahrscheinlich ganz schnell auf die Reihe. Das wäre ja recht gut, passabel und brauchbar. Schade, dass da kein Big Boss bei ist, aber andererseits Gold haben wir ja auch inzwischen genug gefunden. Auf dem Weg dahin nehmen wir natürlich auch wieder ein paar Steine mit. Wow! Stone! Stonewall Jackson! Was? Okay, Steine haben wir, Gold haben wir auch wieder ein bisschen gefunden. Ich möchte die Möhre nicht einsammeln, aber ich glaube, es wird wohl am Ende uns nichts anderes überbleiben. Hey, Gif! Papierkumpel! Yay! Hier, für dich! Und für dich! Rennt doch nicht mal weg! So, zack und zack. Und wir haben schon wieder genug für einen Farmplot. Möchte nichtsdestotrotz die beiden Pilze hier noch verfüttern. Wo bist du denn? Versteck dich doch. Oh, versteck dich doch nicht! Kumpel! Wunderbar! Und die Pilze sind alle nachgewachsen. Aber zumindest haben wir so eine relativ gute Möglichkeit, um uns hier Dunk zu besorgen. Was? Der hat keinen Hunger? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Möchtest du? Auch nicht. Och, Menno. Ja, Türki, am besten du gehst. Schau, dass er jetzt keine Beeren futtern will. Dann könnten wir ihn wieder von hinten einen überbraten. Ja. Und ihn hinterher braten, was noch viel schöner ist. So, das Gras hier nehmen wir natürlich mal mit. Natürlich nur abbauenderweise. Wir haben hier auch noch genug, das können wir wahrscheinlich auch so mitnehmen. Und dann langsam aber sicher anfangen, uns unser eigenes kleines Paradies zu Hause zu schaffen. Wunderbar, wunderbar. Das nehmen wir ja auch noch gleich mit. Ach, kalt ist es hier auch noch in der Wohnung. Ich habe den Ofen gerade erst angemacht. Das ist mir jetzt der Punkt, wo ich dann mal auf einer Pause zwischendurch noch muss. Schauen, ob er brennt, so wie er soll, oder ob er nicht... Oder ob er querulent ist, genau. Tja, Jungs, sorry. Sorry, ich muss die Möhren mitnehmen. Sonst bin ich bald verhungert. Und es heißt ja, nicht verhungern! So, die Beerenbüsche nehmen wir auch noch mit, die nicht in Reihe und Glied stehen. Schaffen wir mal hier so ein bisschen für Ordnung bei den Jungs. 3 Büsche können wir auf jeden Fall gleich dann auch noch düngen. Das ist gut. Jam. So, jetzt haben wir auch hiervon erstmal wohl tendenziell genug. Den dritten Farmplatz werde ich mir jetzt gleich bauen. So, okay. Was machen wir jetzt mal? Wir nehmen am besten mal wieder den Speer in der Hand. Vielleicht haben wir ja Glück und ein Gubbel kommt aus dem Bärenbusch gesprungen. Ich frage mich, ob es inzwischen... Da ist der Tache! Komm her, du! Geh wieder in die Bären. Geh in die Bären. Genau. Attack! Oh, er hat die Bären gefressen und unser Kollege war zu langsam. Ach, leck mich an Eier! Ja, bille. Wenn ich erst mal Bumerang habe, dann zeig ich dir, wo der Haken hängt. Dann wird da 1, 2, 3 umgeschnitzelt. Muhahaha. Ja, das Gras hätte ich auch mitnehmen können. Ist mir soeben auch bewusst geworden. Machen wir jetzt auch. Zack, und eingesteckt. Ein bisschen Holz wäre vielleicht auch mal nicht schlecht, mal wieder. Daher nehmen wir auch noch diesen Baum hier gleich mit. Er steht so einsam da, hier dürfte nichts anderes unbedingt aufstehen. So, zack. Ah, jetzt können wir ja die abgefällten Bäume auch endlich ausbuddeln. Mann, ist das schön.
So, und jetzt ab nach Hause. Wird ja bald schon wieder finster. Wir wollen auch unseren Farmplot bauen. Wir wollen das bisschen Essen zubereiten. Wir wollen diesen Baum hier noch fällen. Und dann vielleicht noch zu eben die drei Beerenbüsche anpflanzen, die wir jetzt noch düngen können, theoretisch. Autsch! So, zack, zack, zack. Obwohl, können wir gleich drauf behalten. Den Beerenbusch nehmen wir nämlich auch wieder mit. Natürlich nehmen wir den mit. Ach, wird schön, unsere neue kleine Base. So scary time is coming. Wow. Als wenn Wolfgang vor der Nacht Angst hat. Aber das Thema hatten wir ja in der letzten Aufnahme. Ängste. So, lalalalö. Mit Ö und was nö. Da mal ein. Und Turbofarmplot. Mal wieder den Speer in Hand genommen. Erstmal hier gut geharvest. Gut geerntet ist fast gegessen, oder wie? So, da oben, das holen wir uns auch noch schnell, bevor es ganz finster wird. Wir setzen jetzt auch noch direkt drei der Beerenbüsche hier hin. So. Ich krieg sie nicht so eng gesetzt. Schade. Egal, passt schon. So, Vermais. Alles klar, alles Banane. Alles Rutscher in Kambodscha und alles im Lot auf dem Boot oder wie oder was. So. Essen kochen, Möhrchen. Mein lieber, das Möhrchen. Guck. So, das packen wir mal hier hin. Die Beerenbüsche storen wir mal direkt. Das Gold können wir auch erstmal storen. Haben wir noch irgendwas, was wir jetzt nicht so zwingend auf der Tasche brauchen? Ich glaube nicht. Mann, diesmal dauert es aber länger, oder? Oha, yum. Ratatouille! Gleich mal rein damit. Bringt leider auch absolut nicht viel. Schade. Kohle auch mal nach hier. Egal, wir machen weiter mit dem fröhlichen Kochen. Mit Hausmann Wolfgang. So, nun schneller. Oh, die Seeds hole ich mir natürlich auch direkt. Gleich wird es auch ganz dunkel. Vielleicht. Oha, Vollmond. Wir sollten auf jeden Fall aufpassen, was wir tun. Komm her. Edfuel. Und noch ein Ratatouille. So, und gleich wieder rein damit. Nein, nicht Eat. Oh. Ah, Wolfgang, kochen sollst du das. Gebären irgendwas. Bärenbrei. Yum. Gut, so, und dann kann ich schon mal schauen. Oh, das ging sogar schnell. Zack, 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 zack. Und kochen. So, und das letzte Möhrchen bereiten wir uns mal hierzu. Essen ist auch direkt. Boah, wir sind voll endlich mal wieder satt. Nur noch nicht ganz hochgeheilt. Schade. Was brauchen wir denn für unseren lieben Bumerang? Eigentlich alles, was wir schon haben. Falsche Kiste? Richtige Kiste. So, das brauchen wir. Wir brauchen dann noch ein Brett. War doch so, oder? Ja. Ach ja, ich muss an die Alchemie-Engine. Steh ich doch, Mensch! So, jetzt sind wir aber richtig gut vorbereitet hier so langsam. Jetzt kann die Vogeljagd bald losgehen. Und den Sumpf da, habe ich mir schon überlegt, den werde ich weggraben. Da kommt was anderes hin. So, das werden wir schon mal planten, auch wenn es noch nicht wächst. Ist mir doch allerlei egal oder wie auch immer. So, hier machen wir die mal hin. Zack und zack. Und komm, Wolfgang. Na komm, komm, komm. Da hin. So, Pilze. Pilze sind noch nicht nachgewachsen. Verdammt und schade. Das heißt, wir werden auf jeden Fall irgendwann mal so eine Forke bauen. Das hier halt so ein bisschen umzuformen alles.
Denn den Sumpf möchte ich hier weghaben, ganz dringend. Weil ich keine Lust habe, dass hier nochmal so ein böses Ding spawnt und falls sie unsere Hundibox mal wieder kriegen, tothaut. Okay, ich sehe gerade, ich mache jetzt mal eine ganz kurze Aufnahmepause, schaue nach meinem Ofen. Also, ja, bis gleich!